dann war das tatsächlich so dieser Klickmoment, wo ich dann gedacht habe, okay, ich mache jetzt zwei Sachen, ich mache Quatsch und habe irgendwie immer Zirkus gemacht und habe irgendwie jongliert und war irgendwie immer so ein weirdes Psycho-Theater-Kind, wo keiner gedacht hat, gewusst hat, was mit dem eines Tages wird. Und auf der anderen Seite wollte ich irgendwie einen seriösen Job haben und habe dann diesen Moment genutzt, um irgendwie darüber nachzudenken. Jan Böhmermann. Hey. Hey. Keiner schafft es so sehr wie er, sein Publikum gleichermaßen zu unterhalten und zu konfrontieren. 2,3 Millionen Menschen folgen ihm auf Twitter und wir wollen heute von ihm wissen, wie er es geschafft hat, in den letzten 20 Jahren zum Superstar und wahren Wahrzeichen von Fegesack zu mutieren und vielleicht auch fragen, ob er eventuell auch mal gescheitert ist auf dem Weg dahin. Herzlich willkommen hier bei Dieb und Deutlich, Jan Böhmermann. Vielen Dank. Du bist so frech. Also manchmal bist du wirklich ja so frech und sagst Dinge, wo ich denke, was denkst du dir, wenn du zu Gregor Gysi sagst, Gregor Gysi, sie kleiner Fickzwerg. Ja, das war ja, da war, saß er ja, war ja quasi eingeweiht und alle haben so darüber geschmunzelt und das war, da habe ich ja uneigentlich gesprochen. Ich habe ja nicht gesagt. Ja, also, wenn ich jetzt sagen würde und dann hast du es noch zweimal. Nee, aber ich hab ihm den Unterschied zwischen eigentlicher und uneigentlicher Rede erklärt, dass man natürlich jemanden schmunzelnd angucken kann und sagen, Herr Gysi, sie kleiner Fickzwerg, und dass natürlich zwischen diesen beiden Gesprächsteilnehmern ein Einverständnis herrscht, dass das nicht ernst gemeint ist. Das war, glaube ich, als ich ihm das Prinzip hinter diesem Schmähgedicht erklärt habe und was der Unterschied zwischen einer echten Beleidigung ist und einer augenzwinkernden Nichtbeleidigung. Aber hast du schon so ein bisschen Schamgefühl oder bist du denn hemmungslos und denkst, das ist... Ich finde das einfach spannend, diese Momente zu überwinden, wo man eigentlich nur rauskommt, wenn man ausspricht, was ist. Also wenn Menschen so kleine Raffaello-Kugeln wären und jeder hat so eine Mandel, die er versucht, vor anderen Leuten zu verbergen, dann finde ich, in meinem Beruf ist es so die Hauptaufgabe, herauszufinden, welche Person welche Mandel in sich trägt und die dann genau zu treffen. Und das ist halt dann vor allen Dingen Beobachten von Leuten und gucken, welche Motive die eigentlich umtreibt und das dann auch aussprechen. Und das hat den Nachteil, dass man dann halt oft Ärger bekommt und dass es oft auch nicht so schön ist. Hat aber den Vorteil, dass die Lage so geklärt ist. Da ist dann nichts unausgesprochen. Das ist eigentlich sehr befreiend. Aber wenn man es besonders gut kann, dann, also es können auch die machen, dann nur, die es besonders gut machen, finde ich. Ja, man muss einen Satireschein machen in Deutschland. Genau, den Satireschein, den hast du ja erfunden. Gibt es auch Kurse, wo man den machen kann? Den da habe ich mit Detlef die Soest in seinen Tanzschulen abends, wenn getanzt ist, gibt es noch die Satirekurse und da kriege ich immer 15% von dem ausgezahlt. Und da du sehr kompetent bist und deshalb diesen Satireschein anbietest, schauen wir jetzt mal rein in die erste Staffel von ZDF Magazin Royal. Denn es geht ja jetzt ab September weiter. Ja, Bevor es aber weitergeht, am 3. September, schauen wir jetzt erstmal, was du davor oder ihr als Team gemacht habt in der ersten Staffel. Liebe Insta-Mäuse, TikTok-Häschen und Facebook-Vollidioten. Österreich. Das Land, das uns Hitler schenkte und leider auch die Mozartkugel. ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Alles ist scheiße zurzeit. In Dubai bedeutet das, Küssen in der Öffentlichkeit verboten. Laut Musik hören in der Öffentlichkeit geht nicht. Tanzen in der Öffentlichkeit auf keinen Fall. Darum lasst uns jetzt beten. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ja, sehr schön. Am 3. September geht's weiter. Ja. Wir freuen uns. Worauf können wir uns denn freuen? Ja, du wirst nicht alles verraten, aber darf ich nicht? Also, wir haben ja noch 4 Sendungen vor der Wahl. Und ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber ich empfinde die Wahl, überhaupt den Wahlkampf als große Belastung. Eigentlich schon so seit die Kandidaten feststanden, so seit Februar, März, ist das, finde ich, eine große Belastung, wenn man das Gefühl hat, man kann sich in diesem Jahr nur entscheiden, welchen Kandidat man am wenigsten nicht mag. Nee. Welchen Kandidaten man am wenigsten schlimm findet. Mhm. Es ist so ein ganz merkwürdiges, oder Kandidatin, so ein ganz merkwürdiges Gefühl, es ist total überpolitisiert. Man macht das Internet auf und möchte es direkt wieder zumachen. Ich habe extra absichtlich im Sommer nicht reingeguckt oder versucht nicht reinzugucken, weil ich wusste, es wird wahnsinnig anstrengend. Und habe es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, als dann, es ist einfach so, es ist ein Fuck-up-Jagd den nächsten. Und deswegen versuchen wir natürlich, die Wahl so ein bisschen zu bearbeiten. Die Wahl zu verhindern. Oder? Die Wahl zu verhindern versuchen wir, genau. Mit einer großen Aktion. Lasst euch überraschen. Genau. Die ganze Sendung ist ja auch noch journalistischer geworden, mit aufwendigerer Recherche als, sage ich jetzt mal, vorher. Ja. Es deckt Skandale auf oder löst sie überhaupt aus. Gleichzeitig sagst du ja
oft. Du bist kein Journalist, du bist ein Komiker und du bist unseriös, auch nicht so ernst, das hast du ja vorhin auch gesagt. Wie passt das zusammen? Weil das irgendwie widerspricht sich das doch. Also ich bin gelernter Journalist, aber ich glaube, dass was ich jetzt mache, natürlich kein Journalismus ist. Das ist im Zweifel oder im besten Fall schaffen wir das mit einer Kombination aus Information und Unterhaltung, Themen aufs Tablett zu heben, die keine Themen sind. Also wir sagen immer in einer internen Runde, wir treten die Türen auf und sorgen dafür, dass wenn dann die Tür auf ist, die Leute auch noch Detailinformationen bekommen und tiefergehende Infos und arbeiten mit Journalisten zusammen und Journalistinnen und mit anderen Magazinen und Medien, um das dann zu vertiefen, was wir mal so an einem Freitagabend da so auf den Tisch legen. Sich der Lächerlichkeit preisgeben, also ein lächerlicher Typ sein, ist bei mir ja Grundeinstellung. Und das wollen Journalisten möglichst vermeiden. Und das ist unglaublich befreiend, wenn du in den Job reingehst und erstmal weißt, ich muss hier nicht rausgehen und gewinnen, sondern ich bin einfach, im Zweifel kann mir die Hose ausziehen und es ist immer noch geil für mich. Also ich finde es immer noch gut. Und man muss wollen, nicht ernst genommen zu werden. Und das geht auch nie wieder weg. Aber wenn man einmal nicht ernst genommen wird, oder? Also du wirst immer sehr ernst genommen damit. Und ich kenne keine einzige Sendung von dir, die nur Gesinge wäre, sondern es ist ja immer, das ist doch aber auch gerade das, was ich, ehrlich gesagt, finde ich das sehr spannend, weil der Journalismus hat gar nicht die Chance, glaube ich, so viel Aufmerksamkeit auf ein Thema zu bringen, wie ihr das habt. Ja, aber trotzdem hast du natürlich das Risiko, dass du es auch voll versemmelst und verballerst. Also wir haben natürlich, formulieren oft steile Thesen. Aber was seit Varoufakis ist denn versemmelt gewesen bei euch? Naja, also wir produzieren für einen riesen fünfstelligen Betrag irgendwelche Musikvideos, über die heute keiner mehr spricht, weil sie einfach nicht geil waren oder sowas. Oder, ja, okay. Oder wir machen eine Sendung, wo wir uns lange drauf vorbereiten. Aber das ist ja nicht der einzige Inhalt der Sendung, sondern es ist dann der Klimax, worauf ihr hinarbeitet, meinetwegen mit einem... Ja, also natürlich gelingen Dinge oft nicht. Und hinter den Kulissen sind wir sehr oft unzufrieden und denken, das könnte vielleicht besser laufen. Und die Male, wo es dann klappt, ist natürlich schön, aber dann sieht man eben nicht, wie oft es nicht klappt. Du hast gerade schon selber das Scheitern angesprochen. Und wir wollen wissen, wo bist du auf deinem Weg gescheitert? Und was hast du daraus gelernt und mitgenommen, auch für jetzt, für deine Arbeit jetzt? Ich wollte wirklich mal ganz seriöser Journalist werden. Richtig so handwerklich und fand es immer toll, Themen so aufzubereiten, dass Leute das verstehen und man dann da irgendwie so einen Fortschritt merkt, dass Gesellschaft Dinge erklärt bekommt, die gerade passieren. Und wollte das auch sehr ernsthaft und habe das auch sehr früh schon gemacht und bin dann... Ich komme von Radio Bremen, das ist ja so eine kleine, der Stachel im Fleisch des Norddeutschen Rundfunks, eine kleine eigenständige Sendeanstalt in Bremen und also auch ein öffentlich-rechtlicher Sender und da habe ich volontiert und habe meine Ausbildung gemacht und danach wollte ich unbedingt mal ein Jahr ins Ausland, weil das konnten wir uns früher nicht leisten, ich habe keinen Schüleraustausch gemacht, kein längerfristigen Jahr war ich auch nicht weg und das war irgendwie in unserer Familie war das jetzt nicht so üblich. Und da wollte ich einfach gerne mal ein Jahr weg nach Amerika und habe mich dann beworben auf den Korrespondentenposten des Junior-Korrespondenten vom ARD-Studio in Washington und hätte da einfach wahnsinnig gerne ein Jahr lang als Journalist gearbeitet. Und es hat einfach nicht geklappt. Ich habe es nicht geschafft. Habe einfach die Bewerbung abgegeben und bin dann da in die letzte Runde gekommen, wurde dann nicht genommen und war dann sehr niedergeschlagen, weil ich da echt viel irgendwie für gemacht haben und das ist natürlich super enttäuschend, Anfang 20, wenn dann da irgendwie die ganzen Pläne vor allem zusammenfallen. Und dann war das tatsächlich so dieser Klickmoment, wo ich dann gedacht habe, okay, ich mache jetzt zwei Sachen seit damals schon 5 Jahren, ich mache Quatsch und habe irgendwie immer Zirkus gemacht und habe irgendwie jongliert und war irgendwie immer so ein weirdes Psychotheaterkind, was irgendwie, wo keiner gedacht hat, was mit dem eines Tages wird. Und auf der anderen Seite wollte ich irgendwie einen seriösen Job haben und habe dann diesen Moment genutzt, um irgendwie darüber nachzudenken. Und das war so mit, ich glaube, 22. Und das war jetzt, habe ich jetzt nicht als großes Scheitern empfunden, sondern eher als wie so eine Weiche eigentlich. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht ist es einfach auch geiler und auch besser bezahlt, wenn man einfach den Scheiß halt macht, den man halt so macht, ohne Regeln. Und dass man Sachen macht, die man dann schon 3 Jahre später peinlich findet, aber auch Sachen macht, die man in dem Moment peinlich findet, 3 Jahre später unglaublich gut. Das ist auch das Tolle an dem Beruf, dass du es eigentlich auch gar nicht weißt und dass viele Dinge sich auch im Laufe der Zeit verändern. Und dass aus so einem Scheitern im Moment und auch aus so einer Niedergeschlagenheit eigentlich immer irgendwas Produktives werden kann. Ich hab mal im Staatstheater in Dresden mich vor 2018 haben wir da mal eine Sendung gemacht, am Tag der Deutschen Einheit. Und da stand an diesem Spiegel, bevor man auf die Bühne gegangen ist, der Satz, mit dem Kopf zuerst, dann klappt's. Und das fand ich total, das hat eigentlich so alles, was ich so 15 Jahre lang gesucht habe, auf den Punkt gebracht, was ist echt so. Also mit dem Kopf zuerst,
dann klappt's halt. Weil es geht gar nicht anders. Wenn es nicht klappt, dann brichst du halt das Genick. Aber hast du nicht irgendwann danach mal gedacht, dass du an diesem einen Moment das festgemacht hast, dass du doch nicht in den Journalismus gehst, sondern du halt Komiker sein willst, ob das wirklich die richtige Entscheidung war? Vielleicht bin ich da auch dann zu doof dazu oder irgendwie zu selbst eingenommen, aber ich fand das immer, das wurde die immer logischere Entscheidung, je mehr ich dann drüber nachgedacht habe. Und dann auch irgendwann, wenn du dann so ein bisschen Distanz zu dir und deiner Kindheit und Jugend und der Familie aufbaust, in der du aufgewachsen bist und das so ein bisschen reflektierst, da war dann irgendwann auch relativ klar, das ist eigentlich gar keine Alternative mit der Familie, aus der ich komme. Das sind einfach alle lustig und alle sind irgendwie verrückt, aber auch, weil sie es sein mussten und weil das irgendwie auch so ein Mechanismus ist, um mit dem Leben klarzukommen, glaube ich, und um nicht den Mut zu verlieren. Und das ist, ich glaube, wenn du das dann erstmal erkennst, ja, oder als ich das dann so erkannt habe und dass es immer mehr eingesunken ist, das ist schon die richtige Entscheidung. Alles andere ist, ich werde auch nichts anderes mehr, zum Glück, oder vielleicht auch nicht zum Glück. Das wird nichts mehr. Also was Ernstes. So richtig. Na, jetzt läuft es ja auch super. Also jetzt ja, stellt sich ja die Frage. Es läuft auch super, aber es wird auch immer irgendwann wieder nicht gut laufen. Und ich finde, bin jetzt nicht abergläubisch und denk dann so, das wird immer schlecht ausgehen. Aber ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dass das alles in Generationen verläuft. Und dass man alles das, was man macht, auch nur deswegen macht, weil vor einem Leute da waren, die das auch schon gemacht haben. Und die vielleicht dann irgendwie Steine weggeschoben haben, die man gar nicht mehr sieht. Jetzt als Beispiel, ohne das jetzt so als Idol hinhalten zu wollen, aber also wenn du dir die 90er-Jahre-Sachen von Harpe Kerkeling anguckst, die der irgendwie damals bei Radio Bremen gemacht hat, irgendwelche Stunts, die natürlich weniger politisch waren, aber halt krasse, für deutsches Fernsehen krasse Stunts, dann ist es natürlich bescheuert zu sagen, das ignoriere ich jetzt aus meiner Position und das hat es nie gegeben und ich habe das alles erfunden. Und ich finde so dieses, was ich auch im Laufe meiner Ausbildung mitbekommen habe, dieses Distinktionsgefühl, ich mache hier mein Ding und nur ich kann das. Und wenn ich weg bin, dann ist alles schlecht. Das würde ich mir wünschen, dass das eines Tages aufhört. So. Ich finde es, glaube ich, schlau, sehenden Auges dahin zu laufen und zu wissen, dass man eines Tages auch andere Sachen macht und nicht mehr irgendwie so eine hohe Pace hat und so schnell läuft. Und alles dafür zu tun, dass den Leuten, die nach einem kommen, der Weg freigeräumt bleibt. So. Damit das weitergeht. Ich finde es ganz spannend, dass ihr beide hier sitzt und du bist so in dem Social-Media-Zeitalter irgendwie groß geworden. Und ja, bei dir gab es auch schon Internet, aber da war es so. Ich bin so hybrid. Also glaubst bei mir gab es beides. Ja, aber bei dir war es ja in der Zeit, bist du deine Karriere und du bist gewachsen in einer Zeit, in der du nicht selber durch Social-Media dir etwas erkämpfen konntest quasi, sondern du musstest, also du warst es schon darauf angewiesen, dass ein Mensch wie Harald Schmidt etwas entscheidet so und du ja. Du hattest ja nicht so die Freiheiten wie zum Beispiel Parshad. Glaubst du, dass es hilfreich war oder eher nicht hilfreich? Also ich glaube, was die Vorbereitung angeht aufs Berufsleben und auf das professionelle Herstellen von Inhalten und von Witzen und so, war das super hilfreich, weil das natürlich total die Schule war und Disziplin haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich da gelernt und auch wir haben auch gesehen, wie das hinter den Kulissen abläuft. Und sowas wie so eine redaktionelle Zusammenarbeit habe ich da eigentlich auch schätzen gelernt. Also das ist natürlich was anderes, wenn du deine eigene Kamera hast und das selbst aufnimmst und dann durch den Content bekannt wirst und einfach geile Sachen machst und das Leute sehen. Ich komme eher aus einem System, wo du glaubst, dass du vielleicht geile Sachen machst, wenn du eines Tages die Gelegenheit dazu hast. Und das ist eine ganz andere Art von Herangehensweise auch an Unterhaltung. Na, also du musstest dich erstmal an einen Punkt hinarbeiten, wo dich überhaupt mal jemand auf die Bühne gelassen hat mit Reichweite. Das war dann irgendwann, also wirklich hybrid, weil ich habe auch schon echt einen dicken Twitter-Account gehabt, als ich bei Schmidt saß. Das hat nur keiner verstanden damals, was das bedeutet. So ich auch selber nicht. Und das ist heute anders. Ob das besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Wie immer ist, glaube ich, alles im Fluss. Also richtig beurteilen kann man das, glaube ich, erst in 10 Jahren oder in 20 oder gar nicht. Ich finde es halt interessant, weil ich denke, es ist nochmal eine ganz andere Konkurrenz zum Beispiel. Man sagt so, du kannst einfach einen Social-Media-Account machen und geilen Shit raushauen. Aber es sind ja sehr viele Menschen da, die genau das machen. Ja. Und da war es so, es gab nicht so viele Plätze in der Redaktion. Ja, und wer bekommt es ist auch Platz? Total krass, so wie viele Leute dann, wenn wir irgendwie mit Leuten aus dem quasi Social-Media-Bereich zusammenarbeiten, wie viele Leute auch davon träumen, im Fernsehen zu sein. Ja. Was auch verrückt, ich meine, ihr seid ja auch, wir sind ja auch im Fernsehen hier. Das ist ja auch irgendwie verrückt, weil es natürlich eine andere Art von ernsthafter Herstellung von Inhalten ist. Das ist was völlig anderes, als bei YouTube in Unterhose zu sitzen. Also wirklich. Und da muss ich ganz andere Skills abrufen. Und es ist eher wie so ein Theaterstück, was man auswendig lernen muss und dann runterspielen muss. Und es muss aber so aussehen, als würde es dir in dem Moment einfallen.
Und das braucht, glaube ich, ganz andere Fähigkeiten. Und beides zu können, ist, glaube ich, der Trick. Weil es nach wie vor sehr viele Menschen gibt, die dieses Internet immer noch nicht für sich entdeckt und erobert haben. Und die erst, wenn du im Fernsehen bist, also ich habe die Erfahrung gemacht, dann wurde es total ernst genommen. Boah, du warst jetzt im Fernsehen, da habe ich schon 10 Jahre Karriere hinter mir. Und was total krass ist, weil wir haben ja jetzt mit dem quasi identischen Team das Neo-Magazin gemacht, 7 Jahre lang. Und jetzt sind wir gewechselt vor einem Jahr ins ZDF-Hauptprogramm, ins große Fernsehen. Und selbst dieser Schritt vom kleinen Fernsehen ins große Fernsehen ist nochmal so, dass auf einmal Leute einen ansprechen und dann, ich mache die Sendung seit 7 Jahren. Ich mach das auch sehr, mit sehr viel Öffentlichkeit seit 7 Jahren. Auf einmal, ach ja, du machst deine, gar nicht so schlecht. Ja, wir haben auch vorher schon gar nicht so schlechte Sachen gemacht. Das hat halt nur keiner gesehen. Es ist wirklich eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit. Und das ist schon krass beim Fernsehen. Im Vergleich zum Internet und auch selbst zwischen Neo und Hauptprogramm ist echt ein Unterschied. Es gucken auch viel mehr Leute. Also ich finde es sehr erstaunlich, dass es immer noch so ist, obwohl ja eigentlich mehr Menschen im Internet sind als im Fernsehen, also zu Hause. Deswegen muss man es, glaube ich, so eine Mischung aus mit respektvoll kaputt machen, glaube ich. Weil eigentlich gibt es keinen Grund, das zu trennen. Und auch das Personal. Ja. Es gibt Internetpersonal und es gibt Fernsehpersonal. Wenn du gut im Internet bist und das hinbekommst, im Fernsehen zu funktionieren, dann bist du eben beides. Dann bist du vielleicht einfach ein guter Typ oder eine gute Typin. Und das finde ich so toll an dir, dass du das beides so doll kannst und auch das Internet so sehr verstehst, ohne dass du mit Social Media auch aufgewachsen bist. Dass man das stimmt einfach überhaupt nicht. Ich bin mit doch Social Media aufgewachsen. Nein, bist du nicht. Mit welchen Social Media? MySpace. Ja, nee, ich habe lustigerweise, pass auf, geile Sache, jetzt kürzlich Afghanistan. Kleiner Mikro-Shitstorm. Ich sitze 3 Nächte lang vor dem, was sich in Afghanistan abspielt, vor der Timeline mit Fassungslosigkeit. Das größte außenpolitische Versagen der Bundesregierung seit 20 Jahren. Ich bin aber halt 40 und ich weiß auch noch genau, als ich 20 war und der ganze Scheiß angefangen hat. Das war 2001. Und damals gab es weder YouTube noch Instagram noch Twitter noch Facebook. Damals gab es aber trotzdem das Internet. Und ich weiß auch noch, dass damals im Internet wir uns also das war mein kleiner Mikro-Shitstorm. Ich habe nämlich quasi geretweetet, was irgendwie nachts passierte und irgendwie der Flughafen ist jetzt irgendwie nicht mehr zugänglich und alle sitzen fest und oh Gott und versucht alle Korrespondenten zu retweeten. Und dann, als ich dann diesen Wahnsinn da gesehen habe, der sich vor mir entfaltet hat in der Timeline, fiel mir wieder ein, wie das angefangen hat. Nämlich, dass wir quasi den Einmarsch der NATO-Truppen in Afghanistan, dass das begleitet war von dem Internet. Viral Internet-Hit, eine Parodie auf Harry Belafontes Bananaboot. Kelly Me Banana. Ja, genau. Ja, ich kenne den Song genau auch noch. Und da habe ich quasi, fiel mir so in dem Moment ein, dachte ich, ey, damals haben wir doch mit so einer Überheblichkeit, irgendwie mit so einem viralen Comedy-Hit, der damals lief, haben wir das begleitet und habe das dann geschrieben, als ich das sah, so nach dem Motto, ja, guck mal, was habt ihr jetzt davon? Riesen-Shitstorm, alle Leute haben sich beschwert, die überhaupt nicht, die alle 20 waren und gedacht haben, ey, jetzt machst du dich lustig darüber. Aber es war natürlich einfach eine die Klammer, mein Internet, meine 20 Jahre Interneterfahrung mit der Erfahrung vom Internet der 20-Jährigen von heute. Und das so zu verbinden, das, was ich vorhin meinte. Du hast manchmal natürlich, haust du Sachen raus, die aus einer ganz persönlichen Schublade kommen und die hast du dann so parat und das als Journalist disqualifizierst du dich dann da für die Tagesthemen-Moderation. Als Komiker sagst du halt, ja, okay, dann findest du mich halt scheiße, ist halt so. Ich finde ja auch nicht alle geil, so. Wir finden dich geil. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ein bisschen heute. Scheiße, aber auch ein bisschen. bisschen geil und ein bisschen scheiße auch weiterhin. Vielen Dank, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Böhmermann. Ich fand es sehr schön, dass Jan Böhmermann zu Gast war. Wenn ihr das auch so schön fandet, dann schreibt uns das in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr Talks sehen wollt, dann geht's hier direkt zum nächsten Talk mit Tarik und Parshad. Und hier gibt es das Interview mit Johannes von den Real Life Guys. What?